der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 38. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema. Bei mir heute hier im Studio Oskar Hermes Gastro. Oskar ist Politikwissenschaftler, Dissertant in Sozialwissenschaften, Sozialwirtschaft, gell? Und das heutige Thema glücklich sein. Also ganz ein spannendes Thema. Aber am Anfang, wie Sie es gewohnt sind, wieder der existenzielle Steckbrief, damit Sie sich ein bisschen was vorstellen können, Meinung bilden können, ein bisschen nähere Hintergrundinformationen haben zu Oskar. Oskar, ich weiß jetzt nicht genau, wie deinen Namen überhaupt richtig ausgesprochen habe. Vielleicht sagst du nochmal, wie er genau ausspricht. Das war schon richtig. Oskar Jeremes Castro. Mhm. Von woher kommst du nochmal? Aus Mexiko. Aus Mexiko. Oskar, geboren, was fällt dir denn ein dazu? Also, geboren bin ich vor 36 Jahren in Chihuahua, Mexiko, das ist im Norden des Landes. Als erstes Kind einer Familie mit 3 Kindern, bin der Älteste, da habe ich noch eine Schwester, ist 1 Jahr, 2 Monate jünger wie ich und ein kleiner Bruder, der 5 Jahre jünger ist wie ich. Im Zack, immer kleiner Bruder, obwohl er jetzt schon mittlerweile 30 Jahre alt ist. Ja, kleine Brüder bleiben kleine Brüder, glaube ich. Ja. Chihuahua, kommt da der Hund her oder hat das nichts mit dem Hund zu tun? Es hat schon was mit dem Hund zu tun. Der Hund, also ich habe es damals nicht gewusst, aber nachdem ich sehr oft gefragt werde, ob der Hund aus Chihuahua kommt, habe ich nachschauen müssen. Es ist so, der Hund kommt ursprünglich aus den Philippinen. Es ist aber so, dass das erste Mal, dass ein europäischer Wissenschaftler den Hund besichtigt hat, war es in Mexiko, und zwar in Chihuahua. Und das ist dem Namen geblieben. Oskar, aufgewachsen? Bist du dann auch in Mexiko, oder? Ich kam nach Österreich erst mit 17 Jahren, also aufgewachsen bin ich in Chihuahua. Ja. Wie war das da, aufzuwachsen in Chihuahua? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, es war eine relativ schöne Zeit. In einer Stadt, die mittlerweile sehr groß geworden ist. Ich weiß noch, also die Stadt hat jetzt fast 1 Million Einwohner. Vor 35 Jahren hatte es noch 400.000 Einwohner. Es war eine schöne Kindheit, wo, bis ich 7 Jahre alt war, die Milch in der Früh immer noch vom Milchmann direkt vor der Haus geliefert wurde. Und dann ist es langsam, die Stadt ist langsam größer geworden. Bis zu dem Zeitpunkt, also eben eine schöne Stadt, wo ich noch mit dem Fahrrad fahren konnte, ohne dass meine Eltern mich kontrolliert haben oder einfach auf mich aufgepasst haben. Und das ist leider etwas, was sich in den letzten 10 Jahren geändert hat. Erstens, weil die Stadt sehr groß geworden ist, eben, wie gesagt, in 30 Jahren fast die Einwohnerzahl verdoppelt. Und letztes, weil ab ungefähr nach dem Jahr 2007 es ein Drogenkrieg war. Und das war auch ein bisschen traurig, dass ich in den letzten 5, 6, 7 Jahren in den österreichischen Medien und auch in den internationalen Medien der Name meiner Stadt immer wieder gesehen habe in den Schlagzeilen, aber leider immer nur in Verbindung mit dem Drogenkrieg. Und Oskar, wie können wir uns das dann weiter vorstellen? Wie war dein Werdegang weiter, bis du dann schlussendlich hier gelandet bist da bei uns? Also, da hat er eigentlich meine Mutter eine große Rolle gespielt. Die hat einfach immer geschaut, dass ich oder dass wir alle drei Kinder viele Möglichkeiten haben, dass wir uns entfalten konnten. Und sie hat, als ich 16, 17 war, also am Ende von der Oberstufe, hat uns gefragt oder vorgeschlagen, ins Ausland zu gehen, bevor wir zum Studieren anfangen. Ich habe mit 17 maturiert
Jetzt kann man, kann, das kann nicht mehr in Mexiko passieren, aber damals schon, weil ich eben, ich bin im November geboren und das heißt, ich war immer der Jüngste in der Schule und eben mit 17 maturiert und da hatte ich die Möglichkeit, nach Innsbruck für 2 Semester zu kommen und um Deutsch zu lernen. Das war eigentlich nicht der Plan. 2 Semester hier, dann zurück nach Mexiko und dann weiter studieren. Und nach 2 Semester kam auch noch meine Schwester, die wollte auch 2 Semester da bleiben. Und was passiert ist, ist, dass meine Schwester tatsächlich 2,5 Jahre da war und ich mittlerweile schon 18 Jahre. Okay, aus 2 Semestern dann 18 Jahre. Ja. Ja. Was hat die dann schlussendlich hier gehalten in Österreich? In Tirol, in Innsbruck? Waren das 18 Jahre dann rein Innsbruck oder? Nein, aber das erzähle ich vielleicht. Ja. Also, ich kam zu einer Zeit, also ich war 17, als ich nach Innsbruck kam, und für mich ist es, also eben, es ist halt das Ende des Teenagerseins. Und ich bin der Meinung, da tut sich vieles zwischen 15, 17, 18. Meine Freunde, die, also alle die Generation oder die Schulklasse von damals, es hat sich zerstreut. Viele sind dann zum Studieren woanders hingefahren, andere steht in andere Länder. Und ich kam nach Österreich. Dann habe ich angefangen, eben in dem Alter, eine eigene Identität zu suchen, neue Freunde zu suchen und letztendlich erwachsen. Ich bin erwachsen geworden hier. Das heißt, diese Phase, das Erwachsensein, das eben 18 Jahre alt zu werden, ist in einem anderen Land passiert. Und das heißt, also meine Freunde in Mexiko sind langsam oder mit der Zeit dann doch nur zu oder sind zu Bekannten mutiert. Also es ist viel in Österreich passiert. Ich habe die Universität angefangen, meine erste richtige Freundin hier gehabt. Das erste Mal zum Beispiel Sex gehabt, ist auch in Österreich passiert. Und es sind markante Momente, die aber hier passiert sind. Und das heißt, meine Wurzeln sind sie hier, sind sehr, sehr schnell und tief hier in Österreich gewachsen. Ich kenne es zum Beispiel von Freunden, die das Land oder Mexiko verlassen oder in einem anderen Land gehen, wenn sie mit 35 oder 30 Jahre alt sind. Und dann ist es für sie ein bisschen schwerer, so tief Wurzeln zu. Würdest du dann sagen, dass deine Wurzeln, dass tiefere Wurzeln, kann man das überhaupt sagen? Keine Ahnung. Tiefere Wurzeln hier in Österreich jetzt gezogen worden sein, weil sie genau in diesen entwicklungssensiblen Phasen einfach gegründet worden sind? Oder hast du jetzt im Prinzip zwei Wurzeln? Das würde ich eh sagen. Also ich rede immer noch von Zeit zu Hause. Wenn ich in Österreich bin und sage zu Hause, dann heißt es Mexiko. Wenn ich in Mexiko bin und zu Hause sage, heißt es eigentlich Innsbruck. Zwei zu Hause. Klingt ja ganz interessant. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen die Sendungen verfolgt haben oder wenn Sie sie verfolgen wollten, dann gehen Sie auf www.sinn-los.at und da einfach den Link dann zur Sendung folgen. Und da finden Sie auch in der Vergangenheit eine ganz zentrale Sendung zum Beispiel, die sich genau um dieses Thema auch widmet. Das wäre die Sendung Nummer 8 gewesen. Da ist es gegangen um Heimat und Sinn. Meine damaligen Studiogäste, Shenai Kadirci und Os Kara, beide so auch aus einem anderen kulturellen Hintergrund stammen. Damals eben türkischer Hintergrund, heute mexikanischer bei der Sendung Hintergrund. Und damals war auch so zentral Wurzeln, Heimat, von was reden wir? Das heißt, wo auch sowas wie, schön, so wie du jetzt gesagt hast, so das daherkommt, oder? So zum einen diese Verbundenheit mit Österreich und zum anderen diese Verbundenheit aus dem Ursprungsland. Ja. Oskar, am Ende von Existenziellen Steckbrief habe ich immer wieder so diese Frage drinnen: Was machen die Leute gern? Wie würdest du die beantworten? Was machst du gern? Immer. Und das hat wiederum was mit glücklich sein zu tun. Welche Frage soll ich zuerst antworten? Was ist für mich glücklich machen oder was macht mich glücklich oder was mache ich gern? Vielleicht gehört eher alles zusammen. Also, ich mache gern Sachen, die mich glücklich machen. Darunter zählen mich mit Freunden unterhalten, austauschen, mit meiner Familie telefonieren. Das passiert meistens Wochenende, aber auch unter der Woche. Kochen, essen, Musik hören und Musik je nach Moment des Tages oder nach Jahreszeit. Ich habe einmal für eine Freundin von mir
zwei CDs, CD-Compilations gemacht für die Beate. Und die zwei Titel der CDs waren traurige Musik für sonnige Tage und glückliche Musik für regnerische Tage. Also ich genieße einfach sehr gern die Musik und die Stimmung, die die Jahreszeiten mit sich bringen. Bin der Meinung, eben im Frühjahr, im Sommer, wenn die Temperaturen höher sind, wenn die Sonne scheint, da ist man von Natur aus ein bisschen lebendiger. Im Herbst ist es ein bisschen anders, man ist ein bisschen ruhiger, man isst mehr zum Beispiel, man bewegt sich ein bisschen weniger. Und ich bin der Meinung, das ist alles Teil von einem Kreis. Und eben so genieße ich es manchmal. Also ich suche eine Art Ausgleich in der Musik, in der Stimmung. Und ich versuche auch zu genießen, wenn ich traurig bin. Und ich versuche auch zu genießen, wenn ich glücklich bin. Manchmal teile ich das. Traurig sein teile ich nicht so gern. Manchmal muss man es mit jemandem teilen. Mit Gesprächen, mit Bewegung, mit Nähe, mit Wärme zum Beispiel. Und was tue ich sonst noch? Also essen, kochen, mit Leuten planen, Musik hören. Ich habe eine Weile lang Musik gemacht. Jetzt mache ich keine neue Musik, aber spiele ich sehr gern auch Ukulele. Oskar, an dieser Stelle, was wird denn jetzt gut für Musik passen? Beziehungsweise vielleicht sagen wir zuerst noch mal ganz kurz was zur Anfangsmusik, was wir ganz am Anfang gespielt haben. Was war denn das? Okay, das ist ein Lied, das heißt By Midnight We'll Give It A Go. Das ist vom ersten Album von Boy Omega. Eine Band, die ich in Innsbruck dreimal live gesehen habe. Das erste Mal im Z6, das zweite Mal im Bierstindl, das dritte Mal im Propolis. Und wichtig für mich war dieses Lied, weil das war vom ersten Konzert von Boy Omega. Das hat mir so gut gefallen, dass ich noch einmal ein Konzert von ihm besucht habe. Und eben nach der Suche nach dem Glück, wollte was Schönes erleben, bin ich zu ihm nach dem Konzert gegangen und habe mit ihm geplaudert. Und irgendwann habe ich erwähnt, dass ich auch Musikfilme oder Kurzfilme drehe. Und er hat mich dann angeboten, oder er hat mich gefragt, ob ich für ein Lied von ihm ein Video zusammenschneiden konnte. Und das habe ich gemacht. Ich bin der Meinung, dass glücklich sein, also man muss immer wach sein, man muss immer aufmerksam sein und einfach merken, wann es Momente im Leben gibt, die man nutzen konnte, um glücklich zu sein. Ich glaube, wenn ich nicht zu ihm gegangen wäre, hätte sicher diesen Film nie gedreht. Und es ist ein schöner Film. Es hat mich glücklich gemacht, den Film zu machen. Und es hat mir gefallen, dass er es als Single hochgeladen hat auf Facebook und die Reaktion der Zuschauer und alles. Es hat mich auch glücklich gemacht. Mhm. Ja, schön. Das heißt, wenn es der eine oder die andere Hörerin nochmal ansehen will, also auf YouTube wäre das immer noch verfügbar. Also das Video sieht man noch auf YouTube. Ja. Das heißt, das Lied heißt The Bee and the Blue Sting. Sowas ähnliches von Boy Omega. The Blues and the Bee Sting. The Blues and the Bee Sting von Boy Omega. Oskar, und an dieser Stelle jetzt, was würde sich jetzt für Musik anbieten? Ja, also ich habe ein paar Lieder mitgenommen. Nicht alle sind so schnell oder glücklich. Also ich stehe so auf nostalgische Lieder. Ich glaube, als dieser Ausgleich, den ich suche, ich bin Mexikaner, ich habe Temperament, ich bewege mich sehr. Ich tue immer vieles gleichzeitig und vielleicht suche ich den Ausgleich oder ich brauche den Ausgleich in eher ruhigere Musik. Aber trotzdem würde ich gerne so ein Lied spielen von Masha Gorela, eine Berlinerin, die ich auch live gesehen habe, hier in Innsbruck 2012. Ich hatte Glück und ich habe sie für ein Kurzfilmfestival, was ich veranstalte, geholt und gehostet. Und das Lied heißt Crooked Dreams. Ist ein schönes, schnelleres Lied. Und schön an das Lied ist, dass ich habe auch eine Kassette von Masha Gorela. Und diese Kassette habe ich sehr oft in der Baustelle von einem Lokal, was ich aufgesperrt habe, gehört. Also ich verbinde dieses Lied immer mit meinen Freunden, mit meiner Freundin Alexa, mit Hannes ist mein Mitbewohner und Matteo.
die Leute, die mich beim Umbau geholfen haben. Also ist es da eigentlich ein Baustellenlied. Meine Damen und Herren, Sie hören die 38. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute mit Oskar Hermes Gastro zum Thema glücklich sein. Und wir haben am Anfang, jetzt gerade vor dem letzten Lied, ganz viel über Oskars Vergangenheit geredet, Oskars Weg von Mexiko hier nach Österreich. Und hierzu habe ich ein Zitat gefunden. Hör es mal an, vielleicht, Oskar, vielleicht passt es ja, glaube ich, ganz gut. Mensch sein heißt ja niemals nun einmal so und nicht anders sein müssen. Mensch sein heißt immer, immer auch anders werden können. Von Viktor Frankl aus seinem Buch Im Anfang war der Sinn. Was sagst du dazu? Ich muss gestehen, Viktor Frankl kenne ich nur, weil mein Bruder ein Buch von ihm gelesen hat, als er in der Oberstufe war. Hat mir aber einiges von seinem Leben erzählt. Und später in den letzten Jahren habe ich dann ein bisschen über sein Leben gehört. Und also auf jeden Fall ist er in der Warteliste von den Autoren, die ich lesen will. Der Zitat gefällt mir sehr. Es ist ähnlich zu einer These oder mehrere Thesen von zwei Autoren, die eine sehr große Rolle spielen in meiner Dissertation. Eine Dissertation, die ich eigentlich seit 7 Monaten nicht mehr gesehen habe. Ich bin Okay. Dissertant, aber eben in den letzten 7 Monaten hatte ich so viel zu tun, dass dies steht auf der Seite. Aber eben diese zwei Autoren, die ich vorher erwähnt habe, sind Martha Nussbaum und Amartya Sen, die sich mit dem Capability Approach beschäftigen. Und vor allem Amartya Sen sagt, dass Menschen, die wissen genau, was sie sein wollen und was sie erreichen wollen und wie sie sich entfalten sollten. Und eben jeder Mensch die Chancen haben, die Freiheiten haben, sich zu entwickeln, wie er sie will. Natürlich gibt es Momente im Leben, es gibt Lebensabschnitte, also ein Kind will was anders sein als eine erwachsene Person oder eine Person, die vielleicht 80, 85 Jahre alt ist. Na, ich stimme vollkommen zu. Und wie ich es vorher erwähnt habe, ich habe zwei Heimaten und ich glaube, das ist ähnlich zu deinem Zitat. Also als Kind, als Teenager wollte was werden, wollte was erleben, wollte woanders sein als jetzt. Und schön ist es. Oskar, jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was ist denn der Titel von deiner Dissertation? Um was geht's da? Also der Titel genau weiß ich nicht mehr, denn weil es kamen schon zwei Titel. Okay. Also eingemeldet habe ich die Dissertation 2010 und der Titel war ungefähr: Inwieweit kann der Capability Approach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Fremdunterbringung unterstützen? Damals habe ich für SOS Kinder auf international gearbeitet und das war eine Mischung aus Dissertation und Fallstudie. 2010 war ich in Nicaragua, um diese Studie zu realisieren. 2011 habe ich die Studie abgeschlossen und 2013 habe ich weiter an der Dissertation gearbeitet in Uruguay. Da war ich 6 Monate. Und kurz bevor ich nach Uruguay gefahren bin, habe ich meine Betreuerin, Frau Professor Dr. Erna Appelt, getroffen und sie sagte mir, dass das mit der Fallstudie eigentlich nicht mehr so wichtig sein konnte oder sein sollte, weil das Thema der Dissertation für mehr gibt. Also ist das mit den Personen in Fremdunterbringung wäre zu kurzsichtig und man konnte mehr daraus machen. Und ungefähr der Titel jetzt, der jetzige Titel ist, ich weiß leider nicht mehr so genau, was sagen wir so. Es ist eine Mischung aus: Was wollen Menschen werden? Wie wollen sie sich entwickeln? Ich gehe von der These aus, dass jeder Mensch sich entfalten will, will was Größeres werden, will was erreichen im Leben. Und soziologisch gesehen ist es so,
Menschen wollen was erreichen, wollen Unterstützung, brauchen Unterstützung. Viele Menschen brauchen Unterstützung, für, um das zu erreichen, was sie sagen wollen, sei es in Form von Bildung, von Sozialversicherung, Pension, Sicherheit. Und die wählen Vertreter, damit sie eine Landschaft, eine Umwelt schaffen, die das ermöglicht. In der Finanzkrise von 2007, 2009 haben viele Länder, viele Regierungen andere Interessen bevorzugt. Die wollten auf einmal nicht die Menschen unterstützen, oder vielleicht wollten sie es, aber was sie gemacht haben, ist, die haben Banken gerettet. Die haben Geld in den Banken investiert, und was ist danach passiert? Dass viele Budgets für Soziales, für Bildung, für Kultur gestrichen worden sind. Und was ich meine, oder was ich in meiner Dissertation beschreibe, ist, dass in dem Moment, wo Länder bestimmte Budgets oder bestimmte Unterstützungen kürzen, verletzen sie systematisch Menschenrechte. Vielleicht passt an dieser Stelle wieder ganz gut ein Lied, bevor man dann, ja, ich glaube, was sich eröffnen könnte, wäre ja der Zusammenhang dann, was heißt in diesem Zusammenhang dann glücklich sein, aber vielleicht, was passt denn an dieser Stelle gut für ein Lied? Also fast, um sarkastisch zu sein, weil ich bin der Meinung, Sarkasmus gehört zum Glücklichsein. Man muss über sich selber oder über die Situation lachen können. Wenn man nicht mehr lachen kann, dann hat man viel verloren. Ein Lied von Nina Simone, sie singt es, aber das Lied ist, glaube ich, von Duke Ellington, wenn ich mich nicht irre. Ich muss nachschauen. Doch, von Duke Ellington. I got it that and that ain't good. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung dreht sich um das Thema Glücklichsein. Oskar Hermes Gastro, ein Dissertant in Sozialwirtschaft, Politikwissenschaftler, hat mit uns da ganz viel über das Thema, ja eigentlich davor so weltwirtschaftliche Zusammenhänge, Weltwirtschaftskrise, so quasi jeder Mensch will sich entfalten. Will sich entfalten, genau. Will das Beste daraus werden, natürlich, es ändert sich. Aber es ist eine aristotelische Aussage, die, wie ich es vorher erwähnt habe, Amartya Sen, Professor für Wirtschaft und Philosophie an der Universität Harvard, und auch Martha Nussbaum, die beschäftigen sich mit dieser Frage. Also die plädieren für diese Entfaltung, für die Freiheiten, die Menschen haben sollten, genießen sollten, um das zu werden, was sie eigentlich wollen. Das Beste aus sich selber machen. Und was hat in diesem Zusammenhang dann glücklich sein zu tun? Oder mit was hat das dann zu tun? Geht es dann auch um glücklich sein? Es ist so, natürlich diese Entfaltung der Menschen bleibt es nicht, ist auch nicht so objektiv. Und der Capability Approach, also dieser Ansatz von Martha Nussbaum und Amartya Sen sagt, dass Menschen eine bestimmte Begründung haben. Also wenn sie sagen, ja, ich will mich entfalten, indem ich ein Haus habe und eine gute Arbeit habe und eine Familie. Es gibt noch Gründe dazu. Es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Werte, die diese Personen haben, um das auszusuchen, um nach diesem Leben zu streben. Ich bin der Meinung, dass diese Werte, diese Begründung, wieso ich mich in dieser anderen Richtung entfalten will, diese Werte sind es genau, die Komponenten, die ich als glücklich sein sehe. Also die Werte, wieso ich Kinder haben will, weil es gibt sicher Gründe, wieso. Es gibt einen Grund, wieso ich ein bestimmtes Haus und nicht eine Wohnung haben will. Es gibt auch einen Grund oder mehrere Gründe, wieso ich einen Job machen will und nicht einen anderen. Und ich glaube, die Summe dieser Werte, dieser
manchmal diese Freiheiten, das genießen zu können, das alles trägt bei, glücklich zu sein. Ja, spannend in dem Bezug, weil in den vergangenen Sendungen, meine Damen und Herren, war ja immer wieder auch so dieses Konzept von Viktor Frankl Thema, das Konzept von Viktor Frankl Richtung Logotherapie, Existenzanalyse mit seiner Definition von in dem Sinn Sinn. Sinn als die jeweils beste Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Und er hat so beschrieben, drei Prachtstraßen zum Sinn. Also einfach drei Wege, wie könnte man denn Sinnvolles erreichen? Und da hat er gesagt, so ein Weg sind die Erlebniswerte. Das heißt, wo können wir im Erleben komplett aufgehen? Wo erleben wir was Wertvolles für unser Leben? Das zweite wären die schöpferischen Werte. Also wo bringen wir was neu ins Leben, was so vielleicht noch nie da war, also ganz subjektiv auch. Das heißt, wo schaffe ich, wo schöpfe ich was? Das kann ein gutes Gericht sein, das kann was Bildnerisches sein, das kann was Geschriebenes sein, das kann aber ja, irgendwas anderes sein, wo sie einfach sagen, da machen sie was und bringen etwas Neues ins Leben. Und dann so das Dritte, was er beschrieben hat, so die Einstellungswerte. Das heißt, wo es im Rückblick auch darauf geht, hinzuschauen, was war wertvoll, was ist wichtig für mich im Leben. Wo es nicht nur um das Tun und um das Teilhaben geht, sondern auch so grundsätzlich, wie stehe ich mit meiner Einstellung zu meinem Leben. Ja? Und ist ja spannend, wie stark sich das immer wieder überlappt, oder? Ich denke mir so dieses Glücklichsein, so wie du sagst, so Aristoteles zum Beispiel, oder andere Philosophen, so aus dem Griechischen, und dann zum Beispiel Frankl, der sich auch an das anlehnt, aber teilweise dann auch natürlich an neuzeitlichen existenzphilosophischen Bestrebungen Richtung, was könnte sinnvoll sein in unserem Leben. Genau, ja, na, eben, das macht es noch spannender für mich und ich glaube wirklich, bald kommt Viktor Frankl auf meinen Nachttisch. Okay. Ja, vielleicht als Anregung, da gibt es ein Buch, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen oder im Original war es ein Psychologe erlebtes KZ. Also Viktor Frankl war ja Jude und ist zur Zeit des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg dann ins Konzentrationslager kommen. Seine Familie, seine erste Frau, sein Vater, seine Mutter sind dann gestorben in den Gaskammern. Und er beschreibt in diesem Buch dann, wie hat er diese Zeit trotzdem sinnvoll leben können. Das heißt, so ganz, ganz viel in Richtung, wie dann zum Beispiel Antonowski und so weiter beschrieben hat, Richtung Resilienz. Also was brauchen wir, was uns dann am Leben erhaltet und nicht was macht uns krank. Und das lesen wir zum Beispiel aus diesem Buch ganz, ganz stark heraus, oder? Also von dem her, glaube ich, ganz ein spannendes Buch. Nein, und jetzt, wo du Resilienz erwähnt hast, das war natürlich ein wichtiger Punkt in der empirischen Studie, die ich in Nicaragua durchgeführt habe. Resilienz, was eben die drei Aspekte der Resilienz, was bin ich, wen habe ich, was ist der dritte Punkt? Nein, jetzt fällt es mir nicht ein. Wenn ich so im Kopf habe, hat so der Antonowski mit seinem Sense of Coherence, so genannt mit seinen Fachbegriffe Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Verbundenheit, oder? Also ist da so mal drinnen gestanden. Das heißt also quasi so, ich und der andere, also Verbundenheit, ich bin nicht allein, dann ich habe Handhabungen, ich kann was machen draus, oder? Und ich so quasi begreife das Warum dahinter oder bilde mir ein subjektives Warum, oder? Dass wir das so in der Verarbeitung von kritischen Lebensereignissen einfach ganz, ganz zentral brauchen würden. Ja, ja, Oskar, ganz spannend, wo uns diese Sendung hinlenkt, gell? Weil eigentlich, sage ich mal, bin ich ja so auf dich zugekommen, weil ich dich so in einer ganz anderen Rolle erlebt habe. Nicht als Sozialwirtschaftler, nicht als Politikwissenschaftler, sondern ich habe dich erlebt als Restaurantbesitzer eines kleinen Restaurants hier in Innsbruck und war total überrascht, ja, von deinem Konzept. Erzähl, so jetzt, du hast jetzt ganz, ganz viel so über deine wissenschaftliche Laufbahn, Studien und so weiter, aber auch dein Gewordensein geredet, aber wie kommt jemand so wie du dann dazu zu sagen, ich mache ein Restaurant auf. ich habe immer kochen mögen. Ich habe vor kurzem überlegt, wann habe ich das erste Mal was gekocht. Und ich habe mit meiner Schwester einen Apfelkuchen gebacken, wo ich ungefähr 6 oder 7 Jahre alt war. Weiß ich nicht so genau. Aber eben schon damals habe ich was gebacken. Und ich weiß noch, als ich 5, 6 Jahre alt war, habe ich öfter sonntags, als ich nichts zu tun hatte, das Telefonbuch genommen, die gelben Seiten angeschaut und mir dann die Inserate, weil damals, ich habe schon länger kein Telefonbuch mehr in den Händen gehabt,
Aber damals waren in den gelben Zeiten Inserate, ich weiß nicht, das war in Mexiko, ich weiß nicht, wie es hier war. Und ich habe mir einfach die Restaurants und Hotels in Inserate angeschaut und ich habe einfach durchgelesen, welche Restaurants es in meiner Stadt gab, welches Essen sie hatten, was für Spezialitäten sie anbieten oder angeboten haben. Dann später im Leben, als ich nach Innsbruck kam mit 17, wie gesagt, hatte ich ein Budget von damals 3.500 Schilling im Monat. Das war das Geld, was meine Eltern mir schicken haben können. Und nachdem ich 2.200 € Miete bezahlt habe, blieben nur mehr 1.200 Schilling zum Leben. So Getränke, Essen, Verkehrsmittel, Fahrrad kaufen, Klamotten. Also da sind 70, ich glaube, es sind ungefähr 70 € jetzt umgerechnet. Ich musste vieles machen, ich musste kreativ werden. Das war, ich habe schon einige kreative Momente oder Erfahrungen in Mexiko gehabt als Teenager. Ich war Schlagzeuger in einer Band und ich habe immer wieder Collages gemacht, aber nur aus Spaß. Und in Innsbruck musste ich kreativ werden. Es gibt keine andere Wahl. Ich musste mit 70 € auskommen. Und ich musste einkaufen gehen, wo es billig war. Und mir hat immer gutes Essen geschmeckt. Und ich musste einfach experimentieren. Ich musste basteln, versuchen, Neues. Also ich musste vieles machen, um mit wenig Geld gut schmeckendes Essen zu basteln. Dann 2010, 2011 hatte ich ein Projekt mit einer Freundin von mir, mit Sarah. Und es hieß The Food Conspiracy. Das war eine Art, es war eine Mischung aus Abendessen und soziologische Studie. Sie ist Journalistin und eben, und ich war damals noch in der Sozialwissenschaft. Und was wir gemacht haben, war eine Facebook-Gruppe zu gründen. Und dann haben wir ein fiktives Menü hochgeladen auf diese Facebook-Seite mit 8 Gängen, eben wie gesagt mit fiktiven Namen. Wir haben dann Leute eingeladen, irgendwo in Innsbruck zu essen. Leute haben, oder die Personen, die eingeladen worden sind, wussten nicht, wo es stattfindet. Die haben nur gewusst, an welchem Tag und welche Uhrzeit und was ist oder und wie viele Gänge es geben würde. Nachdem wir in Innsbruck gekocht haben, haben wir das gleiche Menü in Wien dann gekocht, wo Sarah wohnt. Wir haben damals für zwischen 10 und 16 Personen gekocht. Ungefähr 8-mal im Jahr, also 4 Menüs, 4-mal in Innsbruck und 4-mal in Wien, wie gesagt, 2 Jahre lang. Und es war schön. Und da habe ich einfach schon mit der Möglichkeit gespielt, mal Gastronom zu werden. Und eben 2 Jahre später, im Sommer 2013, als ich im Ausland war, habe ich gesagt, jetzt werde ich Gastronom. Okay. Und im Frühjahr 2000, also vor genau einem Jahr, im Frühjahr 2014, habe ich ein Lokal gemietet, mit meinen Freunden umgebaut und seit Sommer 2014 betreibe ich, wie du gesagt hast, eine der kleinsten Restaurants Innsbrucks. Und das geht so leicht. Das klingt bei dir so total spannend, oder? So die Idee geboren, so im Urlaub auf deinen Reisen. Jetzt möchte ich Gastronom werden und zack, du setzt dann in die Tat um. Ich denke mal, einige Hörerinnen, Hörer könnte ich mir vorstellen, geht mir ja auch nicht anders, tragen immer wieder Ideen mit sich herum und dann die Verwirklichung dieser Ideen. Das braucht zum einen irrsinnig lange Zeit, zum anderen verwirft man dann wieder Ideen, oder? Weil man sagt, nein, ist ja nicht durchführbar. Und von dem her spannend, wie kann sowas verwirklicht werden? Dann muss ich noch einmal zur Resilienz zurückkommen. Dann, ich werde noch ein bisschen es genauer erzählen. In der Firma, also ich weiß nicht, ob ich, ja, in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es eine Umstrukturierung und das pädagogische Personal wurde stark gekürzt. Ich wurde durch einem Telefonat gekündigt, obwohl ich in Bildungskarenz war. Und ich glaube ungefähr 2 Sekunden, 3 Sekunden, nachdem sie das sagten, das war nicht mehr wie 3 Sekunden, dachte ich 2 Sachen. Erstens, schön, ich werde nicht noch einmal vor 8 Uhr aufstehen müssen. Und zweitens, jetzt werde ich kochen. Eben, deswegen Resilienz. Ich habe gesagt, es ist eine Situation, die viele Leute nicht hören wollen oder nicht erleben wollen, gekündigt zu werden. Und ich habe einfach das Schöne daran gesehen. Kreativität war, wie gesagt, immer vielleicht eine Art,
für mich Situationen zu überwinden, schwierige Situationen, wie eben damals mit wenig Budget essen zu müssen, essen zu kochen und in dem Moment eben einfach eine neue Einkommensquelle zu schaffen. Und wie ich es vorher gesagt habe, man muss immer wach, oder ich, das ist dann meine Philosophie, man muss immer achten, was für Möglichkeiten bietet uns das Leben oder die Umwelt oder alles rundherum an, um wirklich das alles auszunutzen und um glücklich oder um schönere Situationen zu machen. Ich wusste, ich kann kochen und ich wusste, ich kann es nur für begrenzte Zahl von Gästen machen und ich wusste, ich kann nicht so viel für die Personen kochen, weil ich allein sein würde. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich ein Restaurant auf, in dem es um Kommunikation geht, um Transparenz und um Wohlbefinden. Im Restaurant haben 8 Personen Platz, manchmal auch 10. Die können nicht aussuchen, was es zum Essen gibt. Es gibt nur ein fixes Menü und das ist es. Und die Leute schauen zu, während ich koche. So Transparenz, die wissen, was sie essen. Ich erzähle immer, woher die Zutaten kommen. Das ist nicht nur Transparenz, sondern auch Kommunikation. Und auch Kommunikation zwischen den Gästen, weil es nur eine Tafel gibt und alle Gäste früher oder später reden sie miteinander. Und die zeige ich noch einmal zu einem österreichischen Philosophen, man kann nicht kommunizieren. Es gibt verschiedene Kommunikationslinien im Restaurant zwischen Koch und Gast, zwischen Gast und Gast, zwischen Essen und Gast, zwischen Essen und Koch. Und eben, die Situation war so, ich habe was ausgesucht, dann habe ich ein kleines Lokal in Prag gefunden und ohne Makler, weil eben ich habe versucht, dass so viel von der Theorie und von den Aspekten, die ich in der Dissertation habe, respektiere oder weiterführe. Und darunter war auch, ich wollte nicht die Immobilienindustrie unterstützen, wollte keine Maklergebühren zahlen. Und eben, ich habe es privat gefunden, beim Bäcker gefragt, ob er wusste von einem Lokal und er sagte, na, weiß ich leider nicht, aber der Metzger wusste, dass sein Lokal frei wird. Und eben, wir haben das Lokal genommen, 20 Quadratmeter mit Freunden umgebastelt, eine Tafel hingestellt und Leute gehen hin, kriegen was zum Essen. Die suchen sich leider das nicht aus, aber das gefällt es auch denen. Und ja, so ist es ungefähr. Spannend, total spannend. Oskar, jetzt sind wir schon am Ende der Sendezeit angekommen. Also wie bei den anderen Sendungen davor, man merkt so, man ist so richtig im Kommunizieren über ein Thema, es führt dann noch zu anderen Themen und eigentlich könnten wir, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Trotzdem müssen wir, glaube ich, da jetzt einen Punkt machen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie das nächste Mal zuhören wollen, dann machen Sie das oder können Sie es machen zur nächsten Sendung. Die nächste Sendung wird sein am 6.8. wieder von 20 bis 21 Uhr und in Wiederholung am 2. Montag dann von 10 bis 11 Uhr. Ja, Sie können diese Sendung, vergangene Sendungen und zukünftige Sendungen auch nachhören auf www.sinn-los.at. Da finden Sie dann oben den Link zur Sendung. Da finden Sie dann auch nähere Informationen zum Oskar, zum heutigen Studiogast, auch mit einer Verlinkung zur Homepage bzw. E-Mail. Also auch da können Sie gerne noch weitere Informationen einholen. Oskar, am Ende von der Sendung, wäre dir noch was wichtig, wo du sagst, vielleicht noch kurze Informationen oder was den Hörerinnen und Hörern auf den Weg zu geben? Ja, also ich glaube, es gibt was ich heute schon zweimal, glaube ich, erwähnt habe. Bestimmte Situationen verlangen von uns, dass wir was daraus machen, dass wir was ändern. Und es ist immer schön, das Schöne daraus zu machen, wie Sarkasmus, ich habe es auch erwähnt. Also man muss wirklich, oder ich bin der Meinung, man muss Situationen von vielen verschiedenen Punkten anschauen. Und wenn man über irgendwas lachen kann, wenn man über irgendwas oder ein Problem über einem anderen Winkel sieht, dann kann man vielleicht eine Lösung finden, die vielleicht am Anfang verrückt klingt. Aber ja, man kann einfach, oder ich kann zum Beispiel, bis jetzt habe ich es geschafft, aus schrägen Situationen das Beste rauszumachen und dabei das Gefühl von Glück, das Glücklichsein nicht erreicht, aber ich strebe danach. Oskar, was wird an dieser Stelle so am Ende von der Sendung noch gut für Musik passen? Also wie gesagt, ich habe ein paar
eher traurige Lieder dabei, aber vielleicht jetzt eine Mischung. Das ist nicht ganz traurig, aber auch nicht ganz happy. The Golden Age von Beck. Eine der schönsten und traurigsten Pop-Alben, die ich kenne. Ja. Ja, dann, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen auf alle Fälle noch einen sinnvollen Abend und auf Wiederhören bei der nächsten Sendung. Okay, dann vielen Dank fürs Hören, fürs Zuhören. Ich bin Oskar, wohne in Dreiheiligen und arbeite in Pradl. Ja, und wenn man was erreichen will oder suchen will oder finden will, dann kann man findet immer die Mittel. Ich rede ganz gern, falls ihr mich einmal auf der Straße schaut, ihr könnt ruhig sich mit mir unterhalten und ich könnte vielleicht auch von euch was lernen.